Projekten gespielt habe, habe ich jetzt doch viele Folgen davon. Guck mal, da war ein Skelett drin. Sorry, Johnny. Gibt's hier noch mehr Stahlrim? Das wäre jetzt auch die erste oder das erste Stahlrim-Vorkommen, was ich überhaupt gesehen habe. Nun denn. Einmal wieder in den Hauptraum. Moin, Keck. Na, alles okay bei dir? Was geht ab? So, ich könnte theoretisch den ganzen Müll schon wieder mitnehmen. Vorhin noch abgeworfen, extra Inventar leer gemacht, jetzt alles wieder mitnehmen. Klassischer Me-Move. So. Achso, die war komplett leer, da war ich mir jetzt unsicher gewesen. So, da ist... Okay, ruhig Blutspiel. Da ist das schwarze Buch. Das nehme ich gleich mit. Na, erstmal, ich weiß nie, was passieren kann, wenn ich Bücher benutzen möchte. Dementsprechend alles andere. Ein Ebenerzschild. Das ist schwere Rüstung, kann ich nicht nutzen. Vulkanglashelm der großen Veränderung. Und nochmal Ebenerzstiefel. Schade, dass Lydia bereits... Oh Gottchen. Merry Christmas. Auch dir, Merry Christmas. Keck, vielen lieben Dank für 5 Monate Treue. Bücher in Skyrim lesen kann quasi alles bedeuten. Alles. Ich dachte, du wärst jetzt schon bei 6 Monaten, Keck. Aber anscheinend ja nicht, ne? Christmas. Es klingt so ein bisschen, als hättest du keine Lust drauf gehabt. Ne, bis von Oma und Opa umgeben und dann so, Merry Christmas. Ach, das ist eine Eisenrüstung. Sprengt mich das schon? Nein. Ich dachte, das würde mich jetzt über das Gewichtlimit sprengen. Da, was ist das für ein Hebel? Ich habe Sorge, den Hebel zu drücken. Ich tue das mal. Ich tue diesmal. Nett. Soll ich vielleicht doch das schwarze Buch mitnehmen? Speichere nochmal vor dem schwarzen Buch. Hallo Buch. Ich wollte das lesen. Bist du auf der Insel von Dils? Ja, ich bin auf Solstheim. Oh, man hat mich schon wieder roofied. Und so betritt noch ein Wesen auf der Suche nach Wissen. Mein Reich. Ich bin Hermaeus Amora, der Prinz des Schicksals und der Fürst der Geheimnisse. Dies ist Apokrypha, wo alles Wissen gehört. Okay, kannst du schneller reden, du bist echt langsam. Vielleicht erweist ihr euch als klug genug, um die versteckten Geheimnisse hier zu entdecken. Wenn ja, seid herzlich eingeladen. Vielleicht seid ihr ein Dummkopf oder ein Feigling. Wenn ja, dann seid ihr in Gefahr. Lest euer Buch erneut und flieht, bevor Apokrypha euch für immer einfordert. Hast du fertig geredet, Jungchen? Vielen Dank. Gottchen! Weil er so... Ist das eine Truhe? Was ist das? Ein Kokon. Bücher. Lieder von Himmelsrand. Ich trage zu viel und kann nicht mehr rennen. Nun, ich kann mich darum kümmern. Ich habe da, ich habe da so eine Eisenrüstung mitgenommen, aus Versehen. Weniger aus Versehen. Das heißt, ich krieg Schaden, wenn ich jetzt nicht hier im Licht chille. Jesus Christ. Ist voll falsch. Nereva am Roten Berg.
Heißt, ich krieg Schaden, wenn ich im Licht bin. Was ist das? Skrü. Skrü? Skrü? Kann ich mir so ein Dingchen klauen? Ich hab jetzt keinen Bock, irgendwie Schaden zu bekommen, da durchzulaufen. Aber ich war noch nicht fertig zum Erkunden. Oder mit dem Erkunden. Was ist das für ein komischer Tattergeist? Ey, yo! Bist du der Geist der vergangenen Weihnacht? Bin ich jetzt Scrooge? Klein Timmy ist tot! Du bist schuld! Ach nee, der Tod redet ja selten in den... oder gar nicht, glaube ich sogar, ne? Ich habe jetzt schleichend verbessert. Ist ein beschädigtes Buch, da sind noch mehr beschädigte Bücher. Kannst du aufhören, mich irgendwie zu roofen oder sowas? Achso, habe ich nicht irgendwo... Ich probiere mal aus, ob das funktioniert. Das ist Illusion. Veränderung? Beschwörung? Ich schaue mal ganz kurz unter den Büchern. Vielleicht habe ich das einfach noch nicht gelesen. Magierlicht. Genau, Magierlicht hatte ich noch nicht. So, wo ist Magierlicht? Da. Kriege ich jetzt Schaden? Ja, kriege ich. Okay. Ach so. Ach, ich muss das Ding quasi niederwerfen. Kriege ich... Nee, also sobald ich im Licht bin, ist alles easy. Anscheinend. Das finde ich nicht mehr bad. Das gefällt mir. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Möglichkeit, das hier zu erkunden, ohne dass ich halt die gesamte Zeit weinen muss, dass ich Schaden bekomme. Das Ding kann ich nicht aktivieren. Den Kokon haben wir schon durchsucht. Nun denn, gehen wir mal wieder hier hoch. Aber irgendwie hält es nicht so lange, wie ich es mir gewünscht hätte, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den Geist der vergangenen Weihnachten anrede. Oh wow, Hentai! Sei... Bist du Freund oder Feind? Kann ich Hentai kaputt machen? Hentai interessiert sich nicht für meine Flammen. Ich fühl mich nicht wohl, sexy Hentai. Anscheinend, ne? Weißt du, der Geist der vergangenen Weihnacht da hinten, hier ist Hentai. Eieiei. Sucher. Oh, nee, ist nicht der Geist der vergangenen Weihnacht, das ist Quidditch. Der ist der Sucher. Oh shit! Hat er sich jetzt multipliziert? Fuck! Der kann Mathe. Das kann ich doch nicht. Ich glaube, es war ein großer Fehler von mir, ihn anzuärgern. So schleichend schaust du nicht aus, Mate. Immerhin verbessere ich meine Zerstörung gerade. Ey, du bist gestaggert. Ich habe kein Mana mehr. So, geh mal bitte ganz kurz weg. So, ah! Das sicke Bass von den Suchern tut mir weh. Warum multipliziert ihr euch? Was ist das für ein Geräusch? Das ist halt wirklich ein sicker Bass, der hier gerade einfach drop the bass, wenn mir Schaden macht. Achso, also ich muss quasi immer auf den Haupttypen gehen. So, Massacre Out of Hell. Vielen lieben Dank für deinen Follow. So, Zaubertränke. Gib mir nochmal eine Heilung und dann nochmal ein bisschen was an Magicka. So. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Yay, me! Was ist denn das da oben? Ist das auch ein Kokon? Nun denn. Kann ich noch mehr von diesen Schwebebobbles haben? Dass ich selber kein Magierlicht benutzen muss? Nein? Okay. Ich packe mir das mal hier rein. Wie geht's? Och, mir geht's ganz prima. Ich wurde anscheinend in-game geroofied. Bin jetzt hier irgendwo
nirgendwo mit den Suchern und Schleichern. Der Aschehaufen ist leer. Ein bisschen Hentai. Der hatte Stuff dabei. Da sind noch mehr Hentai, ne? So, der Aschehaufen ist auch leer. So, Sucheüberreste. Lykantropische Legenden von Himmelsrand. Okay. Der hat einen leichten Schutz dabei gehabt. Ne, Kinder, geht nicht ohne Schutz aus dem Haus. Wie komme ich da oben ran? Das Ding hat geleuchtet. Anscheinend gar nicht. Au, ja, ich weiß, ich krieg grad Schaden. Alles gut. Werde ich hier ausgepeitscht? So. Hört auf, mich zu peitschen. Immerhin verbessere ich meine Veränderung. Oh, kann man hier Veränderung gut leveln? Das ist ja cool. Bin mir unsicher, wofür genau ich das bräuchte. Weil ich gar nicht den Veränderungsbaum kenne. Aber es ist cool, glaube ich. Halt, stopp. Schatten wird immer groofiert. Hat immer wieder nie gesagt, keine Drinks von fremden Männern anzunehmen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich immer geroofied werde. Das ist ja das Ding. Schleicherbeschützer. Warum hältst du so viel aus? Bitte weniger aushalten, Dude. Was ist das für ein komisches Ding, was über mir gerade ist? Das missfällt mir. Wollte fragen, ob es eine Mod gibt, die das Game schön aussehen lässt. Da gibt es sogar eigentlich tausende von Mods. Musst du einfach nur ein bisschen gut. Mother Trucker? Hallo? Also, lull. Schaden. So, stirb. Nur, ich will so ein Item. Was ist das eigentlich für ein komisches. Geh weg mit deinen Tentakeln hier. Wo habe ich jetzt ihn hingetötet? Dahin. Immerhin droppt er ordentlich Geld. Au. Also angelogen wurde ich nicht. Geld droppende. Moin Klausi-Mausi. Aber ich bin hier schon fast durch, ne? Was passiert, wenn ich in die Grütze laufe? Okay, Grütze tut weh. Haben wir das geklärt? Guck mal, das sind Gase von mir, die entstanden sind. Ach, da ist das Buch nochmal. Das Zauberbuch Sucherbeschwören. Ich bin mir unsicher, ob mir das was bringt. Zauberbuch heilende Hände, das beschädigte Bücher. Gewöhnlicher Seelenstein, noch eine Rolle der Massenlähmung. Und hier ist noch ein Behälter. Zwergenschild des schwindenden Frosts. Cooles Design. Orkischer Helm der überragenden Alchemie. Der Axtkämpfer. Gold. Mischtaktiken. Und noch ein Saphir. Ich hab mal wieder zu viel Stuff. Kann ich irgendwas wegwerfen? Am besten alles, was wieder Retuning 2.0 Mod für Gothic 2. Ich habe von Gothic 2 gehört, aber gespielt habe ich das Spiel nie. Ich habe vergessen, die doofe Klinge dran zu batschen an die Wand. Sag mal, bin ich denn deppert? Also ja, bin ich. Nun denn, lesen wir nochmal das Buch anscheinend. Jetzt nach dem... Ich muss mal ganz kurz anmerken, ich finde dieses Gebiet unglaublich cool. Also wirklich, so ne, mit diesen Schatten, ne, mit den Tentakeln und so weiter, dass es so ein bisschen nach Lovecraft ausschaut. Unglaublich cool. Unglaublich cool. Gefällt mir unglaublich gut. Ich krieg einen Daumen nach oben. Aha. Geheimnis des Schutzes ist Arkane Stärke. Ich speichere mal ganz kurz an dieser Stelle. Weiß nicht, was mir was gibt. Ich probiere mal Geheimnis des Arkan aus. Achso, Kosten für 30.
kosten für 30 Sekunden keine Magicka. Für 30 Sekunden nur halben Schaden. Und ich nehme das Geheimnis des Arkan. Boop. Das muss ein gutes Buch sein, auf jeden Fall. Achso, jetzt kann ich nach Solstheim zurückkehren. Cool. Gibt es kein Packet Modpack, wo alles schon dabei ist? Du kannst im Steam Workshop definitiv. Ach, guck mal, jetzt kann ich da nicht mehr hin. Also im Steam Workshop gibt es definitiv einige Sachen, wo du einmal draufklickst und sagst, lad mir das alles herunter. Ding ist, ich glaube, der Workshop existiert nicht für die Special Edition, sondern nur für die normale Skyrim Edition. Ich glaube nicht, meine Texturen-Mods sind an sich schon so riesig, dass du dir auch nicht antun möchtest. Dass du noch Lichtmods und NMPs dabei sind. Also in den meisten Fällen, ich persönlich, wenn ich gemoddet habe, ne, ich spiele hier gerade komplett auf Vanilla, habe immer den Nexus Mod Manager genutzt und bei den Nexus Mods steht eigentlich immer so viel bei, wie entweder du brauchst diesen Mod noch oder der ist mit diesen und jenen Mods kompatibel. So, jetzt haben wir hier die Wendeltreppe hinauf. Ach komm, jetzt bin ich hier. Oh, ich bin auch ein bisschen schwummerig. Für die Special Edition hast du es aber ingame, dass du die mal zu runterladen kannst. Da musst du mich jetzt kurz aufklären, Keck. Muss man nicht auch in der Special Edition Geld zahlen? Für einige Mods, nicht für alle, aber für einige. So, Skorpion-Hügelgrab komplett abgeschlossen, wie es sich gehört. Ich mache jetzt aber nicht unbedingt auf Solstheim weiter. Ja, also hier unten, nein, muss man nicht. Okay. Bisher kein Cent gezahlt bei der Special Edition. Okay. Ich habe nämlich die SE noch nicht gemoddelt. Nicht mehr fürs Kaufen. Ja. Ich fand das eigentlich ganz interessant, dass die Special Edition für diejenigen, die Skyrim besitzen, ich glaube, du musstest noch die DLCs haben, ich bin mir aber unsicher, dass die quasi umsonst bekommen. Wobei da die Sache ist, ist halt eigentlich nur das gleiche. Ist halt auch nur Skyrim mit 50 GB mehr für die, mit Anführungszeichen, besseren Texturen. Klang jetzt ein bisschen gemein. So, jetzt möchte ich aber endlich das Schwert von Falkenring da dran batschen an die Wand. Goddammit. Was? Ich. Da fällt mir. Oh. Ich habe hier Standard Edition auch komplett gratis ergattert, weil Ex-Freund war Riesenfan von Skyrim, das gab zweimal. Ey. Keck mit Vitamin B hier. Eine Frage, was die Rüstung von Azida angeht. Hat die Handschuhe gehabt? Wenn ja, dann fehlen die mir nämlich. Monarch Vitamin D, ayo. So, Waffe von Falkenring. So. Da. Sehr schön. So wie es sich gehört. Jetzt dran gebatscht. Wie schaut es mit dem restlichen Inventar aus? Rauhreif behalte ich im Inventar. Und ich glaube, den ganzen anderen Kram kann ich so ziemlich verkaufen, ne? Was ich jetzt bekommen habe. Oder war hier noch irgendwie so ein ganz tolle. Nee, ne? Ich kann schauen, ob ich einige der Sachen, die verzaubert waren. Hier, ich glaube, den orkischen Helm kann ich nämlich gut entzaubern. Hatte ich hier nicht noch irgendwas verkauft? Genau, für Kanglas Helm der großen Veränderung. Aber dadurch, dass ich Morokai benutze, brauche ich halt den Vulkanglas Helm nicht. So, entzaubern. Nope. Konnte nichts entzaubern. Oder kann nichts entzaubern.
Hätte jetzt aber zumindest ins gedacht, dass. Nun denn. Falsch gedacht. Goddammit, Pech. Ach, du wirst deinem Namen immer gerecht. So, wie spät ist es gerade in Skyrim? Das ist die falsche Taste gewesen. Okay, warten wir mal 5 Stunden. Dann sind die Händler nämlich wach und unterwegs. Wie schaut es gerade mit meinem Geld aus? Ich müsste jetzt irgendwas mit 5000 haben. Ja, 5900. Das heißt, wir können uns auch das Haus in Falkendingstens kaufen. Also das Grundstück, damit wir das Haus bauen können. So rum. So, hallo Person, die dessen Namen ich vergessen habe. NPC mit Stimme oder NPC 357 mit der gleichen Stimme wie NPC 7000 bis 8000. Soll ich ein bisschen Metall so verkaufen? Einen Blick drauf. Gib mir mal. Du hast kein Eisenerz dabei? Bist du doof? So, nun denn, dann verkaufen wir jetzt einmal den orkischen Dolch. Den brauche ich nicht. Rauch behalten. Bei aller Liebe. Nichts Falsches klicken. Dann den Ebenerzschild. Den brauche ich nicht. Ja, und Lüder nutzt ihn ja auch nicht. Die Ebenerzstiefel können auch weg. Ach, das Knochenrüstungsschild hätte ich eigentlich weglegen können. Mache ich gleich nochmal. Lederhelm. Das auch nochmal weg. Pelzschienen, Pelzhelm, Pelzstiefel behalte ich. Schwere Chitinstiefel packe ich auch gleich nochmal in eine Truhe. Genauso wie den Zwergenschild. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht. Gibt es noch den Zauber, dass man Gegner in Hühner verwandeln kann? Ich kenne den Zauber nicht. So gar nicht. Dementsprechend sage ich mal nein. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Warte, ich mache das noch oben in den Kleiderschrank. Wohin hatte ich nicht hier irgendwo einen? Achso, hier, den Kleiderschrank wollte ich dafür hernehmen. So, Bekleidung, ne? Dann legen wir hier mal ganz kurz die Knochenrüstungsschild rein. Die schweren Chitinstiefel auch. Und ja, komm, den Vulkanglasthelm kann ich da auch noch reinlegen, ebenso wie den Zwergenschild. Damit haben wir jetzt wieder Platz im Inventar. Ist das nicht der Tag? Ihr spoilert mich gerade so. Übrigens. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber ich werde gespoilert, das weiß ich. Das kriege ich mit. So, Falkenring, dahin wollten wir genau. Oh, guck mal. Guck mal, Mod Aska ist im Game. I'm sorry, alles gut. War ja kein Spoiler, weil es falsch war. So, wie spät ist es gerade? 9 Stunden wartet spät. So. Bob. Bob. Nicht schon wieder. Ah, ich krieg ihn an der Marmel. Jemand muss etwas unternehmen. Sitz! Das ist eine gute Idee. Jemand muss mir helfen. Hilfe, jemand muss mir helfen. Ich bin ja schon hier. Ich hab da nicht getroffen. Komm runter hier! Vielen Dank, ist ein Scherz. So, jetzt einfach ein kleines bisschen warten, ne, und dann immer so ein bisschen drauf feiern. Nein, komm runter! Ich hab. Nein, nicht so! Upp. Und den wieder erledigt. Immerhin kriege ich jetzt wieder Knochen, die ich dann verkaufen kann, ne? Jetzt gib mir deine Seele, damit ich schnell eben die Knochen verkaufen gehen kann. Und mir dann endlich das Grundstück kaufen kann. Irgendwann müssen die doch mal aufhören zu spawnen. So. So langsam habe ich genug Drachen getötet. So, danke für die Seele. Auf in den Gemischwarenladen!
Ist er denn wirklich tot? Upp. Laren aus Graukiefer. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herum... So, verkaufen. Darauf. Zack. Wo ist es? Die Rachenknochen. Jetzt muss ich mit ein bisschen Drachenschuppen rumlaufen, weil du nicht genug Geld hast, du arme Sau. Ich stehl dir gleich dein Gesicht mit meiner Faust, wenn du mich weiter nervst. So, kann ich dem hier vielleicht noch Drachenknochen verkaufen? Stahl ist die besten Waffen und Rüstungen. Dein Eisenerz kaufe ich dir erstmal ab, ebenso wie dein Silbererz. Nee, schade. Ich hätte es cool gefunden, könnte ich den Schmieden auch die Drachensachen verkaufen. So, schauen wir hier rein. Wo ist die gute Frau? Das ist der falsche. Chillt die oben oder hier unten? Du bist mein Typi. Ich habe deinen Namen vergessen. Da. Es tut mir leid. Grundstück. Es ist ein schönes Stück Land. Gute Bewässerung, viele Bäume und ein herrlicher Blick. Ich nehme es. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier ist die Besitzurkunde eures Hauses. Folgt der Straße von Falkenring nach Osten und nehmt an der Kreuzung die Straße nach Norden. Nach Kiefernwach müsst ihr euch links halten. Urteilt nicht so hart über den Geist. Das klingt so ein kleines bisschen wie... Du weißt, wo Solstheim ist? Geh dahin, da ist dein Haus. Das ist mir jetzt auf der... Achso, das wird mir jetzt auf der Karte auch angezeigt, ne? Genau. Jesus Christ. Ist halt einfach. Das Haus ist halt einfach, weißt du, näher an Helgen dran als an Falkenring. Wo hier? Ferdi, komm ran hier. Wir müssen jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt ein bisschen reiten. Ich hab dein Haus. So. Richtung E für Osten. Wo ist der Ostausgang? Da. So, Ostausgang gefunden. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass ich gleich in eine Quest, die ich kenne, reingezogen werde. Dementsprechend versuche ich relativ schnell abzuhauen. Ich glaube, ich bin sicher, was das angeht. Behaupte es mal. So, dann in diese Richtung. Ja, ich glaube, die Quest bekomme ich nicht. Ich gehe am Mittwoch mit LeBoy und einem Kumpel in ein Konzert-Tanzzimmer und Morphe-Musik und habe meine Eltern gefragt, ob ich eins ihrer Autos haben darf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Antwort auf diese Frage ein Nein war. Du, lass mein Pferd in Ruhe! Ersche? So, ja. Ein Kessel nach mir geworfen. So, Jungchen, jetzt gibt's aber Fuba. Weißt du, mein Pferd anschießen ist eine Sache. Ein Kessel nach mir werfen, eine komplett andere. Wie komme ich da hin? Erstmal muss ich den Bär hier töten. Entschuldigung, Bruno. Und die Eltern meinten, ja, Sishi, alles tutti. Und jetzt mein Boy überrascht, weil er nie so schnell ins Auto seiner Mama kam. Ach so. Ah, geht's jetzt zum Auto dann. Nun, Mittwoch ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, ne? Ja, wenn man nichts vorhat, ne, dann ist ja nicht, ist eigentlich easy. Ha, der hat einen Pfeil im Knie. Meme. Ich hab den Witz gemacht. So. Nordbogen, Elfenpfeil. Ich hab jetzt irgendwie gehofft, dass sie Geld dabei haben oder sowas. Aber irgendwie sind die ärmer als ich, arme Säue. Ist jetzt hier irgendwo euer Banditenlager? Ich hätte gerne euer Gold gehabt. Kiefernwacht entdeckt. Hallo Lydia. Ihr habt zweiter Feiertag. Die beiden brauchen nicht ihr Auto. Und wenn, habe ich ja nur eins von beiden. Die könnten sich noch einmal bewegen. Das ist auch wieder wahr. Ich ignoriere mal die Kiefernwacht so ziemlich.
Hey, das schaut doch aus nach einem Haus, was hier gebaut werden kann. Zeichentisch. Oh, eine Truhe. Bruchstein, Korundumbarren, Eisenbarren, Lehm. Kaufe Holz für den Bau deines Hauses. Grundriss, kleines Haus. Ja. Yay. Yay, ich habe einen Grundriss für ein kleines Haus. Oh Gott, der Name ist schwer. Moin, Tripolo Skigat. Ich nenne dich Tripolo, okay. Ist ein schwerer Name. Darf mir jetzt auch so nur den Cooper möchte und den Pickup. Nimm den Pickup. What the fucking hell? Was habe ich jetzt da durch die Gegend geworfen? Eigenheime für Einstein. Wenn es euch wie den meisten eurer Zeitgenossen geht, habt ihr bestimmt schon einmal davon geträumt, euer eigenes Land zu besitzen und euer eigenes Haus zu bauen. Aber wo soll man da anfangen? Und wie? Keine Sorge, mit diesem Führer haltet ihr alles in der Hand, was ihr darüber wissen müsst. Ehe es euch verseht, werdet ihr erfüllt und zufrieden von der Wander eures Herrenhauses auf die wohlbestellten Ländereien blicken. Du möchtest mir einige Lieder schicken, die ich nicht hören kann? Dann brauche ich sie nicht, wenn ich sie nicht hören kann. Pickup ist halt fett, eventuell zu fett zu parken. Deswegen hier ein Pickup, damit du einfach gegen andere Autos fahren kannst. Du hast dann weniger Schaden. Erste Schritte. Jeder angehende Hausbesitzer benötigt zunächst zwei unerlässliche Dinge. Ein Zeichentisch und eine Zimmerwerkbank. Now you can listen. I don't want to be me, mate, but I'm not interested. Sorry. Jeder angehende Hausbesitzer benötigt. Achso, habe ich schon. An eurem Zeichentisch schmiedet. I don't understand. Yeah, of course you do understand me. Because I'm speaking German. You dingus. Die Pläne für alle Teile eures neuen Hauses. Solltet euch dabei einen Fehler unterlaufen, macht euch deswegen keine Sorgen. Planänderungen sind jederzeit möglich und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Vergesst jedoch niemals die alte Faustregel. Doppelt gemessen ist besser als einmal falsch gesägt. Die Zimmererwerkbank benötigt ihr zum eigentlichen Bau eures Hauses. Sobald ihr euch am Zeichentisch auf einen Plan festgelegt habt, könnt ihr in der Werkbank mit dem Hausbau beginnen. German. Yeah. Ja, ja. I'm the German. Vermeidet dabei den häufigsten Anfängerfehler und fangt nicht mit dem Dach an, wenn das Fundament noch nicht steht. Okay. Platz für die Familie. Wenn ihr einen Ehepartner oder Kinder habt, wollt ihr das Haus wahrscheinlich so schnell wie möglich bezugsfertig machen. Euer euch liebender Partner wird zweifellos mit einem Dach über den Kopf und einem Bett für die Nacht zufrieden sein. Doch wie sieht es mit den Kindern aus? Keine Sorge. Alles, was die kleinen Drachen brauchen, ist ein Bett und eine Truhe. Oder eine Kommode, wenn du sie wirklich liebst, um darin ihre Schätze aufzubewahren. Schon sind sie vollkommen zufrieden. Um euer Haus fertigzustellen, werdet ihr einige Baumaterialien benötigen, aber ihr müsst diese nicht schon komplett bei Baubeginn besitzen. Wenn ihr es nicht eilig habt, könnt ihr euer Haus einfach in mehreren Abschnitten bauen, je nach Verfügbarkeit der Baustoffe. Ihr werdet sehen, es macht Spaß, dem Entstehen des Eigenheims vom Traum bis zur Wirklichkeit zuzusehen. Die gebräuchlichsten Baumaterialien, die ihr brauchen werdet, sind Holz, Steine und Lehm. Zum Glück gibt es die in Himmelsrand in ausreichender Menge. Die meisten Baustellen verfügen über ein oder mehr Bezugsquellen für Lehm und Steine. Nein, haben noch nicht geheiratet. Dadurch, ich wollte ja heiraten, während Melly quasi zuschaut und da ich ihren Namen heute noch gar nicht gelesen habe, gehe ich davon aus, dass sie halt wegen Weihnachten oder so eingespannt ist und dementsprechend keine Zeit für Streams hat. Die meisten Baustellen verfügen über ein oder mehr Bezugsquellen für Lehm und Steine. Was das Holz angeht, so wird euch jeder Sägemühlenbesitzer gerne das gewünschte Holz verkaufen und liefern. Ihr werdet außerdem eine Menge Nägel brauchen. Zum Glück kann selbst ein angehender Schmied schon noch kurze Zeit Eisen mit Leichtigkeit zu Nägeln verarbeiten. Wenn ihr euer fertiggestelltes Haus einrichten möchtet, werdet ihr deutlich mehr Materialien benötigen. Manche davon etwas Stroh und Glas könnt ihr normalerweise in Gemischtwarenläden bekommen. Was den Rest angeht, so wird ganz Himmelsrand zu eurem Einkaufsparadies werden. Einen Vogt einstellen. Wenn euer Anwesen sich prächtig entwickelt hat, möchtet ihr vielleicht einen Vogt einstellen, der euch bei den Verwaltungsarbeiten unterstützt. Ein guter Vogt ist von unschätzbarem Wert, egal ob es um das Mieten einer Kutsche, den Kauf einer Kuh oder den Kauf von Baumaterial geht. Und ihr könnt währenddessen die Früchte eurer Arbeit genießen. Bevor ihr einen Vogt einstellt, solltet ihr potenzielle Kandidaten in euer Anwesen einladen und überprüfen, ob sie sich für eure Zwecke eignen. Denkt daran, ihr legt euer gesamtes Anwesen in ihre Hände, daher braucht ihr jemanden, dem ihr blind vertrauen könnt.
der Bau eures Eigenheims. Im Rest dieser Fibel findet ihr Musterpläne für alle möglichen Raumarten. Ich will mal pennen, darf morgen früh aufstehen zum Einkaufen. So, okay, danke fürs Vorbeischauen, Kev. Und ich wünsche eine angenehme Nacht. Bevor ihr euch an ehrgeizigere Projekte wagt, solltet ihr den Bau eines kleineren Hauses etwas Selbstvertrauen gewinnen. Es ist das perfekte erste Eigenheim und wer weiß, vielleicht braucht ihr gar nichts Größeres. Solltet ihr dennoch weiter bauen wollen, könnt ihr diese Gebäude einfach zu einer Eingangshalle für den Rest des Hauses umbauen. Haupttraum, ihr habt das Gefühl, dass euer kleines Haus nicht mehr ausreicht. Vielleicht rechnet ihr mit Zuwachs für eure Familie. Dann solltet ihr euer kleines Haus durch einen Hauptraum zu einem imposanten Herrenhaus erweitern. Ihr habt dann 2 Etagen mit Platz für 2 zusätzliche kleine Schlafzimmer, ein Hinterzimmer und einen großen Essbereich. Erweiterung. Nachdem ihr den Hauptraum errichtet habt, sind eure Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Ihr könnt nun 3 zusätzliche Flügel anbauen, wenn euch der Platz immer noch nicht ausreichen sollte. Für jeden Flügel gibt es 3 verschiedene Optionen, also insgesamt 9 mögliche Erweiterungen. Vergesst jedoch nicht, dass ihr nun 3 davon bauen könnt, also trefft eure Auswahl mit Bedacht. Schlafzimmer. Die Schlafzimmeroption ist die perfekte Lösung, wenn in eurer Familie die Schlafmöglichkeiten des Hauptraums nicht bequem genug sind. Der Schlafzimmerflügel bietet ausreichend Platz für eine Luxus-Suite, 2 Kinderzimmer sowie Kommoden und Schränke im Überfluss. Außerdem umfasst er eine Veranda. Gewächshaus. In euch schlägt ein Gärtnerherz? Dann solltet ihr ein Gewächshaus mit ausreichend Platz für Pflanzengefäße in Erwägung ziehen. Hier könnt ihr geschützt vor dem rauen Klima Himmelsrands fast alles anbauen, was euer Herz begehrt. Und eure Feldfrüchte in euren eigenen 4 Wänden hegen und pflegen. Der Verzaubererturm. Wenn ihr euch für die Magie interessiert, ist dieser Turm wie für euch geschaffen. Dort könnt ihr euren Studien bequem und ungestört nachgehen. Außerdem habt ihr jede Menge Platz für eure Sammlung und Artefakte. Die atemberaubende Aussicht, die sich euch von eurem Turm aus bietet, ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Der Lagerraum. Wenn ihr einfach nur Platz für eure vielen Besitztümer und Sammlungen braucht, baut euch einen Lagerraum. Ihr könnt die in der Option enthaltene Veranda sogar mit der des Ost- oder Westflügels verbinden, wenn ihr euch für die Erweiterung Schlafzimmer oder Waffenkammer entscheidet. Das Trophäenzimmer. Ihr seid Großwildjäger und ihr wollt eure Trophäen zur Schau stellen? Das Trophäenzimmer bietet Platz für bis zu 7 hängende Trophäen eurer Wahl. So könnt ihr eure Gäste beeindruckend und zum Staunen bringen. Das Alchemielabor. Perfekt für aufstrebende Alchemisten. Diese Turmerweiterung bietet euch jede Menge Platz und Lagerraum, um eure Kunst in einem Komfort zu perfektionieren. Und wenn ihr einmal eine Pause vom Tränkebrauen braucht, könnt ihr die Aussicht von der Turmspitze genießen. Die Waffenkammer. Tja, wenn ihr nichts mehr liebt, als den lieben langen Tag auf Metall zu hämmern oder ihr ein passionierter Waffen- und Rüstungssammler seid, ist die Waffenkammer für euch ein Muss. Dort könnt ihr der Schmiedekunst frönen oder eure materialischen Sammlungen stilgerecht präsentieren. In jedem Fall ist die Waffenkammer die perfekte Erweiterung für euer Haus. Die Küche. Die Küche bietet euch alles, was ihr braucht, um wahre Meisterwerke der Kochkunst zu erschaffen. Ihr seid es leid, immer nur mit einem Topf über dem Feuer zu kochen, dann stattet eure Küche doch mit einem neumodischen Ofen aus. Die Bibliothek. Der Bibliotheksturm lässt das Herz aller Literaturliebhaber höher schlagen. Ihr bietet Platz für alle Bücherregale, die ihr euch jemals ertrauen könntet. Genießt darin eure Büchersammlung auf stilvolle Weise. Vielleicht wollt ihr lieber eines der Bücher mit ihr auf das Turmdach nehmen und es auf Blick euer Anwesen zu lesen. Kein Problem. Gut. Haben wir das gelesen? Zimmererwerkbank. Haus. Ich brauche Nägel. Kann ich? Sonstiges. Warte. Baumaterialien. Dafür brauche ich Eisenbarren. Okay. Nun denn. Nehmen wir mal einen Eisenbarren mit. Und 20 Bruchstein. So, bauen wir zuerst einmal das Fundament.